Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute zeige ich dir zum Nähen Hühner und Vögel. Türstopper, Vögel und Hühner, Kirschkern, Hühner und Vögel, die ganz toll für Kinder sind. Im Vorhinein bitte beachten, wenn ihr es mit Kirschkernen füllen wollt, dann bitte nur 100% Baumwollstoff. Das Negern auch 100% Baumwolle, dann nur Filz und die Bänder für die Beinchen müssen auch 100% Baumwolle sein, damit es nicht schmilzt beim Warmmachen. Filz ist unabhängig davon, also das verträgt die Hitze super gut. Und bei den Türstoppern, ob jetzt Huhn oder Vogel, kannst du ganz toll alte Sachen benutzen, natürlich auch fürs Kirschkern-Säckchen, 100% Herrenhemden, Damenblusen, Bettwäsche, alles was so süße kleine Muster hat, passt wirklich ganz, ganz toll, lässt sich super machen, ist schon mal gewaschen gewesen, also läuft es auch nicht ein und du bist auf der sicheren Seite wegen Allergien. Zeige dir verschiedene Tipps und Tricks, wie es einfach geht, mit der Füllung auch. Und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich es als Türstopper machen, als Kirschkernsäckchen, als Spielzeug, als Kuschelkissen. Das kannst du machen, wie du möchtest. Und im Hintergrund siehst du schon, was ich schon mal vorgestellt hatte, meine Katzen, meine Hühner, die andere Form, die Kuh und die Hühner hier und Vögel, die du siehst, die mache ich schon viele Jahre, bloß war immer noch nicht die richtige Zeit zum Tutorial. Jetzt habe ich aber ganz viele gemacht, weil ich sie gern verschenken möchte. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich so viele, also zeige ich sie euch auch mal mit einem einfachen Schnittmuster, was du ganz schnell selber nachmachen kannst und kleinen Tricks, wie das Nähen ganz schnell geht, auch bei einer größeren Zahl. Ich habe jetzt dafür 7 Hühner, also ein Huhn etwa 20 Minuten war ich fertig. Nur beim Kirschkernsäckchen, Huhn, Vogel hat es ein bisschen länger gedauert mit dem Befüllen. Da nehme ich dann immer ganz gerne einen Küchentrichter mit einer größeren Öffnung. Aber trotzdem dauert Kirschkernsäckchen befüllen immer ein bisschen länger. So, und jetzt habe ich wirklich genug geredet. Jetzt fangen wir an. Ich hoffe, du hast Spaß daran und los geht es. So, wir kommen zuerst zum Schnittmuster. Es ist wirklich ganz einfach. Die Grundform ist dieses. Da mache ich dann erstmal ein Foto. Dass ihr einen Screenshot machen könnt, ihr euch ausdrucken in eurer Größe, aber ich möchte es gerne zu euch erstmal zusammen erarbeiten, wo die einzelnen Teile hinkommen. Ihr seht, das ist im Endeffekt wie so ein Schmetterlingsflügel, hier ein bisschen kleiner. Und wir sind hier bei den großen Rundungen. So, die große Rundung hier vorne, da kommt der Kamm hin. Der wird so eingenäht, das zeige ich aber alles. Und hier kommt der Schnabel hin. Verkehrt herum, weil wir den dann ausklappen. Wir sind auf der rechten Seite hierbei, rechts, da wo das Muster ist. Rechts. So. Das ist erstmal wichtig. Schnabel, Schnabel und Kamm. Für den Vogel. Wenn man jetzt das Huhn machen möchte, kommt direkt unter den Schnabel noch die kleinen Wangenlappen. Dahin. So, jetzt mache ich das Foto. Dann könnt ihr euch das ausdrucken auf der Größe, wie ihr es braucht. Und dann müssen wir erstmal zweimal dies zuschneiden. Aber wie gesagt, wird alles gezeigt. Hier sind jetzt hier die zwei Wangenlappen.
der Schnabel, die Füßchen, der Kamm. Am besten Screenshot und dann in der Größe, die ihr gern hättet. Das ist jetzt DIN A4 Größe. Genau, dass es drauf passt mit etwa 2 cm Rand rundherum. Aber das könnt ihr anpassen, wie ihr das möchtet. Das ist so das Einfachste. Und das sind jetzt nochmal 2 Flügelchen. Die werden aufeinander gelegt und dann so ausgeschnitten. Und ich mache nochmal ein Foto und dann habt ihr dann gleich 2 auch aus Filz. Bei diesem Vogel jetzt habe ich ein Herrenhemd genommen. Das nehme ich wahnsinnig gerne ab als Upcycling, weil es gibt so tolle Muster. Das ist so ein feines Streifenmuster. Es ist meistens 100% Baumwolle. Das passt wirklich super. Eine Damenbluse, alles was ihr habt, könnt ihr gern verwenden. So, hier habe ich jetzt auch einen Rest Stoff. Wir müssen gleich doppelt schneiden. Legt es euch übereinander. Entweder das Muster innen oder komplett außen, damit ihr das rechts wie links habt. Das ist ganz wichtig. Dann kommt unser Muster darauf. Am besten steckt ihr euch fest mit Stecknadeln und schneidet es erstmal aus, dass wir 2 Teile haben. Wie rum jetzt ist egal, wie es am besten auf euren Stoff passt. Wir brauchen jetzt die 2 Teile. So. Wir nehmen uns jetzt ein Teil, das Muster sehen wir. Jetzt nehmen wir uns den Kamm und den setzen wir. Wir haben unten die großen Bögen und den Kamm setzen wir uns etwa 3 cm vom Rand entfernt. Am besten mit einer Stecknadel feststecken. Dann nehmen wir einen Schnabel. Ich habe halt jetzt mal atypischen grünen genommen, egal. Und den setzen wir uns direkt in den Bogen. Direkt in den Bogen. Das stecken wir uns auch fest. So. Und das wäre jetzt für den Vogel. Wenn ihr jetzt gerne noch die kleinen Wangenlappen machen wollt, dann nehmt bitte beide. Und jetzt muss man nochmal so ein Stückchen schräg abschneiden. Das ist so in der Hand einfacher, als wenn ich euch das gezeigt hätte mit dem Screenshot. So, und dann setzen wir die ein. So wie die Kante ist, direkt unter den Schnabel. Beide. Und dann stecken wir die uns auch fest. Ich zeige es nochmal nah. Das wird nach innen gesteckt, weil wir es ja dann auf rechts drehen nach dem Vernähen. Und dann legen wir uns das unter die Nähmaschine und nähen erstmal auf der rechten Seite die 3 Teile fest und dann ziehen wir die Stecknadeln heraus. Ich nehme jetzt einen Geradstich, am Anfang erstmal ein bisschen hin und her. Bei mir steht die Stecknadel ein bisschen dumm. Ich nehme jetzt extra einen hellen Faden, damit ihr das besser seht. Anfang ein bisschen hin und her und jetzt etwa so 5 mm vom Rand entfernt einfach festnähen. Dann geht es einfacher, wenn wir dann die Teile verbinden miteinander. Bei euch wäre es besser, wenn ihr jeweils den Faden nehmen wird, wie euer Grundstoff ist. So. Angenäht. Und jetzt nehmen wir das zweite Teil, was wir genäht haben, und das legen wir uns übereinander. So, oben sind die großen Bögen. Diesmal. Denkt dran, wie Schmetterlingsflügel. Wir legen sie übereinander. So.
Jetzt kommen wir noch vorher zum Nähen, also zum Machen vom Schwänzchen. Dann nehme ich eine dunkelgrün. Geht ganz einfach. Wir brauchen dafür wieder Filz, wie vorhin auch. Und dann schneiden wir uns einen Streifen, etwa 12 cm hoch. Kommt auf die Größe drauf an, wie groß euer Vogel oder Huhn sein soll. 10 bis 12 cm hoch, etwa 15 cm lang. Legen wir uns übereinander. Und dann schneiden wir uns Spitzen heraus. Wie eine Krone. Einmal in der Mitte so. Und dann, wo es sich überlappt, einfach nach oben. So. Machen wir auf. Können wir dann noch ein bisschen nachschneiden, wenn es fertig ist. So, und jetzt rollen wir uns das. Etwa so 1,5 bis 2 cm. So. Ich hoffe, eure Maschine schafft das zum Vernähen. Wenn nicht, dann müsst ihr es ein bisschen kürzer machen. Das ist jetzt erstmal das professorische Schwänzchen. Wir haben jetzt hier vorne unseren Schnabel. Und wir fangen auf der Seite von dem Schnabel hier oben an zu nähen. Auf der kleinen Spitze, wie gesagt, hier sind die kleinen Spitzen vom Flügel sozusagen, und dann fangen wir hier oben an der Spitze an zu nähen in Richtung Schnabel, und das legen wir uns jetzt erstmal unter die Nähmaschine. Ich muss immer gucken, dass ihr das prima seht. Das ist mit der Nähmaschine gar nicht so einfach. So, wir haben hier die Stecknadel, und jetzt nähen wir ungefähr 1 cm im Geradstich mit Naht zu. So, jetzt kommt da oben die Bauchlappen. Die kann man mal hin und her machen. Die Wangenlappen. Schnabel. Krone. Kamm. So. Und jetzt nehmen wir weiter die großen Flügel zu. Also die großen Rundungen, ist auch wie Schmetterlingsflügel. So, nicht ganz. Jetzt haben wir etwa hier noch 2 cm stehen. 3 cm, 2 cm, 3 cm vom unteren. Jetzt nehmen wir unseren Schwanz und stecken den ein. Wir legen ihn einfach drunter. So, nach oben. Legen es übereinander. Und nähen vorsichtig den jetzt noch fest bis in diese Ecke. Und dann müssen wir aufhören. Bitte noch rechts, und also nach hin und her noch ein bisschen nähen. Aber jetzt erstmal nur bis in diese Ecke nähen. So, der Schwanz ist drin. Jetzt ziehen wir uns den Faden, drehen das Ganze um. Ich bin immer dafür, das nochmal zu säumen. Eine doppelte Naht. Jetzt stelle ich auf Zickzack. Am Anfang wieder hin und her. Und jetzt das, was wir genäht haben, einfach nochmal mit Zickzack umnähen. Dann hält das besser, ist es strapazierfähiger. Man kommt ja auch nicht mehr an die Naht ran, wenn mal was aufgeht. Und so ist das immer schöner. Vor allen Dingen, wenn ihr es jetzt da waschbar macht. Man muss es ja nicht als Stopper machen oder mit Kirschkernen oder solche Sachen, sondern waschbar für die Kinder. Dann auf jeden Fall bitte auf nochmal Zickzack. So, jetzt haben wir die Seite geschlossen. Und da ist schon ein ganz großer Schritt fertig. So, es geht weiter. Ich lege es erstmal platt hin, sonst sieht man es nicht. Hier haben wir den Schnabel drin. Hier das Schwänzchen. Hier ist es offen. Und hier müssen wir jetzt schließen. Aber zwischendrin etwa so 5 cm, 6 cm offen lassen, weil wir müssen es ja irgendwann mal wenden. Also fange ich an, von oben nach unten zu nähen. Wieder so 1 cm Platz auf der Seite. Erst den Geradstich hin und her. So, wieder hin und her. Dann hebe ich es hoch. Etwa 5 cm offen lassen.
dann wieder hin und her zunehmen bis zur ersten Naht. Dann mache ich auf Zickzack, drehe es rum. Jetzt schneide ich mir gerade die Fädchen ab, die von der Öffnung offen sind, noch da hängen. So, jetzt wieder Zickzack. Wieder hoch. Die offene Seite lasse ich da. So, hier oben Zickzack. Gut. Dann habe ich diese Naht auch geschlossen. Nur, wieder hier aufschneiden. Nur, dass ich hier zum Wenden und zum Befüllen eine Öffnung habe. Jetzt brauchen wir ein Band. Was für ein Band? Du kannst ein Schuhband nehmen, du kannst dir ein Band aus dem Stoff hier nähen, du kannst eine Kordel dir selber drehen, ich hänge dann mach das Kordelvideo auch ein, oder nimmst einfach eine schöne Schleife, die du hast, ein Geschenkband, oder ich nehme ganz gern einfach ein Paketband. Und das brauchen wir jetzt für die Beinchen. Ich habe jetzt einfach nur ein Paketband, etwa 18 cm lang, und mache oben erstmal zwei Knoten rein. Ich zeige auch gleich warum. So. Dann sind hier die kleinen Flügel, sind ja noch offen. Das müssen wir jetzt aufmachen, geht ganz easy. So. Das machen wir auf, nehmen eine Stecknadel und stecken uns die Naht, die wir haben, übereinander. So. Und so nähen wir es zu, aber wir brauchen ja noch die Beinchen. Und genau die Mitte, also hier ist die Mittelnaht, ne, die wir gerade zugesteckt haben, genau in die Mitte kommt jetzt so ein Faden nach innen rein, näht ihn euch nicht fest. Und der Knoten guckt drin raus. Warum? Ja, dann rutscht es nicht so schnell durch. Genau in die Mitte kommt das Beinchen. Kann man sich dann auch feststecken. Und auf der anderen Seite, in der Mitte, genau das gleiche. Wir brauchen ja zwei Beine. Und dann nähen wir uns dann durchgehend diese Naht zu, einmal in einem Geradstich und dann nochmal im Zickzackstich. Einmal. So, wieder unter die Nähmaschine. Wie gesagt, steckt es euch fest, dann geht es einfacher. Ich mache es jetzt so, dann geht es flotter. Geradstich. Wieder so ein Zentimeter Abstand. Der Knoten guckt raus, damit es nicht durchrutscht. Und kann auch noch mal hin und her machen. Hier ist die Stecknadel mit der mittleren Naht. So, dann kommt unser zweites Bein. Der Faden, das Geschenkband, die Kordel. Egal, was du nehmen möchtest. Aufpassen, dass wir nichts innen festnähen. Schön auseinander machen. So, Knoten raus. Zunähen. So, auf Zickzack stellen. Rumdrehen, Zickzack einmal die Naht. So, hin und her. Gut, jeden kann man drin hängen lassen, sieht kein Mensch. Guck gerade nochmal, hat sie genäht? Ja. So, jetzt können wir sie wenden. Wir haben hier das, die Öffnung. Und dann drehen wir es alles vorsichtig herum. Und dann kommen wir zum Befüllen. Und dann müsst ihr euch überlegen, was hättet ihr denn gern zum Befüllen? Es geht super mit Kirschkernen. Dann kann man es auch als Kalt-Warm-Kompresse nehmen, wenn ihr 100% Baumwollstoff genommen habt und den Filz. Ansonsten Mischgewebe geht nicht, das wird euch ja brennen. Nur ein Kalt-Kompresse, da ist es eigentlich egal, ab in die Gefriertruhe und es passt. So, dann könnt ihr es natürlich mit Füllmaterial füllen, ob jetzt der Schaumstoff oder Füllwatte. Ich nehme meine Füllwatte am liebsten aus einem großen Kopfkissen, so 80x80, gibt es oft im Discounter für einen Spottpreis von 4-5 Euro. Es
ganz dick gefüllt, das schneide ich mir auf einer Seite auf und benutze das Innenleben dann zum Ausfüllen, weil ich genau weiß, es ist gut, es ist günstig, waschbar. Hier zeige ich es euch jetzt da einfach, wie es geht als Türstopper. Total easy und wie gesagt, ihr macht euch Gedanken, wie ihr es füllen wollt und dann geht es weiter. So, ich habe jetzt da hier noch mein Füllkissen. Wenn wir es jetzt als Türstopper arbeiten, brauchen wir trotzdem erstmal eine Füllmenge hier oben für den Kopf mit einem Füllmaterial und das geht am besten hier mit so einem Füllkissen. Meine Flocken innen drin sind all, aber das ganze Kissen war noch wattiert. Zusätzlich hatte ich auch noch nicht, aber natürlich benutze ich das jetzt auch. Ihr könnt jetzt auch Schaumstoff nehmen oder Füllwatte oder euer Inlet und stopft jetzt erstmal den Kopf gut aus. Das ist wichtig. Wie gesagt, wenn ihr es nicht als Türstopper arbeiten wollt, stopft es jetzt komplett damit aus. Wenn ihr es als Türstopper machen wollt und habt jetzt da wirklich nichts zu Hause zum Ausfüllen, geht auch ganz prima so ein Aufwasch-Schaumstoffschwamm, wenn ihr die kratzige Seite abreißt. Die geht wirklich gut abreißen. Und könnt ihr das dann für ein Köpfchen nehmen, müsst ihr halt auch noch ein bisschen kleiner schneiden, weil er ist ja eckig, das fällt dir auf. So, erst jetzt den Kopf ausfüllen. Und dann kommen wir zum Türstopper mit Gewicht. So, als nächstes brauchen wir zwei Gefriertüten, aber bitte feste. Keine Frühstückstüten, die sind zu leicht, die könnten uns reißen. Und dann machen wir eine Tüte in die andere hinein. So, dass wir zwei haben, damit das wirklich sicher ist. Und dann tun wir die Tüten in unsere Aussparung hinein. Ziemlich weit schon. Dass nur noch oben mit der Hals rausguckt. Und dann nehme ich am liebsten einfach Sand. Ihr könnt auch kleine Kieselsteine nehmen, was ihr so zu Hause vielleicht habt. Hier haben wir jetzt noch die Öffnung. Schön weit einstecken, weil wenn das erstmal befüllt ist, ist es schwierig. So, und dann nehme ich mir am liebsten eine Blechdose und die habe ich mir oben einfach ein bisschen geknickt. So, und dann kippe ich das hinein. Gibt am wenigsten Unordnung, rutscht durch und dann fülle ich mir die Tüten auf. Wenn es dann gleich rutscht, könnt ihr auch noch mal einen Rührlöffel nehmen, ein bisschen nachdrücken und dann kommt der Sand jetzt hinein. So viel, wie ihr möchtet, wie es schwer sein soll. Und dann müssen wir die Tüte, ich würde es nicht mit den Verschlussdrähtchen machen, das tut weh, wenn dann doch mal die Kinder mitspielen, die sollen ja auch noch mitspielen können, wenn sie wollen. Es sticht auch manchmal den Stoff durch. Ich nehme am liebsten erst Tesa und richtig rundherum zugeklebt und dann einfach eine Schnur vom Paketband am liebsten und wird zugebunden und so erstmal befüllt. Also ich mache dann wirklich so eine Literdose Sand, mache ich fast immer, fast komplett rein und dann wird es verschlossen. Schütteln, schütteln, schütteln und irgendwann ist es durch. Sand hatte ich jetzt dann noch jede Menge von Beton machen, das ist Sandkastensand, der ist schön fein, der ist super für Beton machen und auch fein, ist schön für solche Sachen. Ich hatte ja auch schon Stopperwichtel gemacht und solche Sachen und so wächst jetzt unser Sandinhalt. So, jetzt zukleben, zubinden und dann machen wir weiter. Die Tüte können wir noch ein bisschen kürzen, ich will sie nicht komplett kurz abschneiden, nicht, dass es doch noch mal rum runterrutscht. So, dann stecken wir es nach innen, gucken, inwieweit es gefüllt ist und jetzt da auf jeden Fall noch mal weiterfüllen mit unserem Füllmaterial die Zwischenräume. Wenn ihr nicht gut drankommt, dann kann man es auch ganz toll noch mit dem Rührlöffel mal hindrücken, wo es hin muss. Hinten beim Schwänzchen muss noch ausgefüllt werden, damit das hochsteht und formt unseren Körper erstmal.
So, jetzt ist es gut ausgefüllt und wir haben jetzt hier den kleinen Ritz hier noch und den müssen wir dann mal mit der Hand zunähen. Mit dem Faden, wie euer Stoff ist. Und dann immer von hinten nach vorne ganz knapp zunähen. Auf einer Stelle am Anfang und Ende 3-4 Mal. Und dann nähen wir das komplett zu und dann gestalten wir fertig. Kommen noch die Füßchen dran, die Augen. Und da möchte ich jetzt schon mal sagen, also wenn Kinder damit spielen, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr keine verschluckbaren Kleinteile anbringt. Also ich würde dann auf Knöpfe verzichten als Augen, was auch ganz toll aussieht, aber wirklich nur, wenn es Deko ist und keine Kinder da sind. Ich würde keine Wackelaugen nehmen. Ich würde dann einfach mit einer Wolle, mit einem Stickgarn oder so die Augen aufsticken, da kann nichts passieren. Und die Füßchen würde ich dann gut an den Faden annähen. Auf jeden Fall nachher beim Kleben machen wir da auch erstmal einen Knoten rein. Dann geht das immer besser, einen Knoten rein gemacht, dann das Filzfüßchen angenäht und dann kann gar nichts passieren. Das ist mir immer das Allerwichtigste, dass ja den Kleinen nichts passiert. Und das geht mal so schnell runter, auch wenn man jetzt da den Knopf 10-mal annäht. Da gibt es so ganz schlaue Süße, die nehmen den kompletten Knopf in den Mund und beißen und nuckeln und krabbeln da mit ihren kleinen Zähnchen so lang an dem Faden rum, weil das so schön reibt im Mund, gerade wenn sie zahnen, dass der Knopf doch ab ist und dann verschluckt wird. Also macht es auf gar keinen Fall. Stickt es auf und wenn sie größer sind und ihr sagt, gefällt mir nicht mehr so gut, könnt ihr ja immer noch Wackelaugen oder einen Knopf nehmen. So, solange wie ich jetzt geredet habe, ist das Teil auch zu. Jetzt brauchen wir eine Unterlage. Am liebsten wieder mal Backpapier. Geht am einfachsten, klebt nichts fest. Und dann nehmen wir uns die Fädchen raus. Machen erstmal einen Knoten rein oder zwei, weil dann heftet es besser an beim Kleben oder wie gesagt beim Nähen. Ich nehme jetzt die Heißklebe, ihr könnt gerne Kraftkleber nehmen, was ihr zu Hause habt. Man sieht es richtig, ja doch. So, jetzt suche ich meine Füßchen. Die Heißkleber, die ist ja schon viel mitgemacht, allein schon von den Hasenkleben mit den Verpackungsmaterialien und Heu. So, dann mache ich jetzt einfach einen Klackskleber drauf, weil ich das Backpapier unten drunter habe, löst sich das wieder, setzt an. Da auch. So, dann nehme ich, weil meine Kinder schon was größer sind, Wackelaugen, schöne große, und klebe die dann auch noch auf. Gibt es auch zum Annähen, was euch lieber ist, wie gesagt, aber bei Kindern nicht. So, dann gucken wir am besten, wie es hinpasst. Ich mache bei dem jetzt ganz gern den Klecks aufs Huhn. Oder auf den Vogel, weil ich genau weiß, ja, da passt es am besten hin. Umgedreht, anderes Auge. Und dann kann man sich noch ein bisschen in Form ziehen. Und bei dem Vogel kann man sich jetzt überlegen, möchte ich ganz gerne noch einen Flügel dran machen. Aus Filz ein Flügelchen geschnitten, geht ganz schnell. Mit der Hand hier dran genäht. Gerade hier beim Vogel, genau in den Ecken, wo sie abstehen, kann man auch noch einen Flügel dran nähen oder kleben. So, jetzt könnt ihr mal gucken, ob euch das Schwänzchen hinten sogar gut gefällt. Denn ich schneide mir die ganz gerne auch mal auf. Einfach in den Zacken. Das geht aber wirklich besser, wenn es fertig ist, dass das noch mehr steht. Das funktioniert dann ganz schlecht, wenn man das vorher macht. Hat man Probleme beim Annähen. Aber jetzt einfach noch mal so ein bisschen schneiden. Auseinanderziehen. Und dann steht das auch schön. Alles mal drehen, gucken. So. Und dann kann man es wirklich ganz toll noch in Form drücken. Wie gesagt, mit zwei Tüten. Und dann ist das nächste Huhn fertig. Ich habe jetzt noch eine ganze Ecke vor mir.
Das gibt Geschenke. Und das zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Aber das war jetzt erstmal die Grundform. Schön schwer, schön zum Hinsetzen. Wippt vor sich hin. Ganz einfache Materialien. Wie gesagt, nehmt, wenn ihr richtig Spaß dran habt, ein altes Hemd, eine alte Bluse, eine alte Hose. Alles aufgeschnitten, kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Und vor allem gibt es oft dann so süße kleine Muster. Sogar eine alte Bettwäsche geht ganz toll. Und so sieht jetzt die ganze Hühnervogelschar aus. Und im Hintergrund seht ihr schon, was ich schon mal vorgestellt hatte. Die Katzen, die Kuh und das andere Huhn. Und dann hoffe ich sehr, dir hat es bei mir gefallen. Du konntest es gut umsetzen. Dich würde es freuen, wenn du wieder reinschaust. Und bis dann. Tschüss.